Ein wissenschaftlich perfektes Brot backen. Geht das? Und wenn ja, wie geht das? Sprechen wir heute drüber und damit herzlich willkommen hier auf dem Science Sofa heute in Mainz am Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Mein Gast heute, Professor Thomas Wilges, Physiker, beschäftigt sich viel mit der Physik von Lebensmitteln. Man könnte jetzt bei unserem folgenden Thema sagen, die Physik ist sein täglich Brot. Es geht jetzt nämlich um Brot. Hallo, Herr Wilges, grüß Sie. Hallo. Wir sprechen über Brot und viele von Ihnen haben vielleicht auch schon mal versucht, Brot selbst zu backen. Wir wollen jetzt mal klären, was ein gutes Brot aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich ausmacht. Und wir starten mit dem Teig. Man könnte ja sagen, diese klebrige Masse ist so eine Art physikalisches Wunderwerk. Wie funktioniert das eigentlich mit diesem Teig? Also es gibt da drin ganz feine Poren und wie bilden die sich und wie halten die zusammen? Sehr komplex, also das ist, muss man schon sagen. Also das ist in der Tat eines der komplexesten Lebensmittel, die man eigentlich aus physikalischer Sicht eigentlich herstellt. Dieses Brotbacken ist tatsächlich kompliziert und muss viele Dinge beachten. Also zum einen geht es ja zunächst mal um den Teig und das ist zunächst mal ganz banal, nicht? Also man mischt Wasser mit Mehl, gibt noch ein bisschen Salz dazu und dann halt irgendwann ein Treibmittel. Und dann muss man das kneten und dann bildet sich eine elastische Masse. Und die erinnert sehr stark an Kaugummi und damit auch an Gummi. Und da sind wir schon mitten in der Polymerphysik. Und tatsächlich ist Teig, Brotteig und auch Pastateig und generell Teige sind natürlich ein typisches Beispiel für Polymerphysik an Lebensmitteln. Was viele kennen im Brot, wenn wir jetzt schon so über das Zusammenhalten dieses Teiges sprechen, ist Gluten. Wird ja oft so ein bisschen als das Bindemittel oder Klebstoff da drin bezeichnet. Es gibt ja aber auch glutenfreies Brot. Vielleicht können Sie uns mal kurz erklären, also klar, weil einige Leute dagegen allergisch sind, aber erklären Sie uns doch mal, was da jetzt der Unterschied ist. Also wie hält das Gluten das zusammen und wie schafft man es ohne Gluten, dass es nicht auseinanderbröckelt? Ja, das ist in der Tat eine große Schwierigkeit, allein aus physikalischen Gründen, also nicht aus technologischen Gründen, sondern aus physikalischen Gründen. Und es ist tatsächlich so, dass das Gluten, das ist das sind also in dem Weizenkorn oder in den weizenartigen Getreiden, ist das das Speicherprotein oder eins der Speicherprotein. Das Gluten besteht aus Gliadin, das ist so ein kleines, in sich zusammengefaltetes, eng vernetztes Molekül. Das macht die eigentlichen Probleme, also nicht das Gluten allein, sondern das Gliadin ist eigentlich das, was Probleme macht. Wenn man allergisch ist. Wenn man allergisch ist oder macht auch viele, bei einigen gesundheitliche Probleme, kann auch Allergien auslösen. Wird auch verantwortlich gemacht für so Leaky Gut, also diese Darmdurchlässigkeit kann gestört werden. Das ist wissenschaftlich nicht ganz klar, aber das spricht einiges dafür. Das sind die Dinge und das macht eigentlich gar nichts im Brot. Nur am Rande ein bisschen was, also physikalisch. Also das ist relativ harmlos aus Sicht der Physik. Das ist Glutenin. Aus dem Gluten ist der Hauptspieler. Und das ist nämlich, das besteht aus einer Fraktion aus zwei unterschiedlich langen Molekülen. Ein kurzes langes und ein langes langes. Und das sieht man schon, wenn ich das mache, das sind das lange, lange Polymere. Und die haben gute Eigenschaften. Sie können sich teilweise in Wasser lösen. Und wenn sich lange Polymere in Wasser lösen, gibt es eben diese langen, diese elastischen, diese kaugummiartigen Strukturen. Und die haben noch einen großen Vorteil. Die haben, so ein Gummi muss ja vulkanisiert werden, damit er hält. Und das Brot muss auch vulkanisiert werden. Und da gibt es eine Aminosäure, die heißt Cystein. Und die kann vulkanisieren mit Nachbarcystein. Was bedeutet vulkanisieren? Verhängen, einfach verkleben, verhängen. Die werden chemisch miteinander vernetzt, wie man es aus dem Autoreifen kennt, wie man es aus dem Fahrradreifen kennt, wie man es aus dem Terraband kennt, überall her. Also quasi, man hängt die zwei ineinander. Man hängt die zwei, werden chemisch miteinander vernetzt. Weil dieses Cystein, das hat eine Schwefelgruppe und diese beiden Schwefelatome, die können vernetzen zu einer Disulfidbrücke, zu einer Disulfidbrücke, da kommt der Name her, und dann hält das. Und das kann nur das Gluten. Und zwar sitzen dort diese Cysteine an den Enden, das heißt, man erhält weitmaschige Netzwerke, extrem weitmaschige Netzwerke, diese hohe Dehnbarkeit. Und die hohe Dehnbarkeit ist wichtig für den Teigtrieb, denn da gibt man Hefe rein, Sauerteig, was auch immer, dann bläht sich dieser Teig auf
Und dieses Netzwerk, das muss das alles zusammenhalten. Wehe, das reißt, nicht? Dann geht es nicht. Und genau das ist die Schwierigkeit bei glutenfreien Broten. Jetzt sind wir beim Thema. Denn alle anderen Speicherproteine von allen glutenfreien Getreiden und Pseudogetreiden haben genau diese Eigenschaften nicht. Die haben A, zu wenig Cystein, nicht an den Enden. Die Moleküle sind viel zu kurz, die Proteine sind viel zu kurz. Und das hält nicht so richtig. Deswegen brauchen glutenfreie Brote immer Unterstützung, um einfach diese Eigenschaften nachzubauen. Und es geht eben nicht ohne diese ganzen Hilfsmittel, die man eben auf der Packungsbeilage bei glutenfreiem Brot, wenn man es im Supermarkt kauft. Was ist das für eine Unterstützung? Also Methylcellulose oder Zellulosen, so artifizielle Zellulose, also nicht artifiziell, aber aus Zellulose, aus Naturprodukten hergestellt, aus Zellulose hergestellt, wird einfach chemisch modifiziert, das wird dann zugegeben. Oder auch Xanthan, solche Bindemittel wie Xanthan, die man kennt aus der Molekularküche, die sind dann eben da zur Unterstützung eben eingesetzt. Oder eben auch zum Beispiel natürlich Sojaproteine, die eben auch ein bisschen diese Eigenschaften von Weizen nachbauen. Das heißt, es geht nicht unter fremde Unterstützung. Also ein Brot, ein triebfähiges Brot aus Mais zu backen, ist utopisch. Funktioniert nicht aus physikalischen Gegebenheiten. Gucken wir uns mal die Qualität von Brot an. Finde ich auch super spannend, dass es gibt ja ganz unterschiedliche Brotmöglichkeiten irgendwie. Also man kann vielleicht Brot aus Backmischungen machen, man kann auch Brot ganz frisch herstellen. Was unterscheidet jetzt so eine Backmischung zum Beispiel davon, wenn ich jetzt ganz frische Zutaten nehme? Also da ist halt in den Backmischungen sind halt Hilfsmittel drin, da mal immer wieder mal so Emulgatoren, die dann die Bläschen, die Krume so ein bisschen besser stabilisieren, oder auch sagen wir mal Enzyme wie Amylasen, die dann so ein bisschen mehr die Stärke schneiden und solche Dinge. Das gibt dann mehr so, die schneiden die Stärke auseinander in kleine Zuckereinheiten, also Glukose oder kurze Glukosen, so mit 2-3 Glukosen. Dann schmeckt es süßer. Schmeckt, nicht unbedingt, das wird ein bisschen süßer, aber natürlich, diese werden bereitgestellt, natürlich, wenn das Brot mal im Ofen ist, dann ballert natürlich die Hitze da drauf, und wenn Zucker natürlich unter Hitze, das weiß man, Zucker in die Pfanne, Gas geben, dann karamellisiert er. Also hat man mehr diese Karamellnoten. Und wenn dann noch eine Aminosäure in der Gegend ist, dann bilden die eben diese Maillard-Produkte, diese Röstaromen. Das heißt also, die sorgen für den Brotduft. Und wenn man dann eben diese Amylase reingibt, dann hat man mehr Unterstützung aus dieser Sicht. Normaler Weizen hat diese Amylasen. Die sind eigentlich drin, und insofern braucht man sie nicht unbedingt. Und wenn man eben Brot macht aus reinem Mehl und aus Treibmittel und Wasser, Salz, dann reicht das einfach aus und hat man alles unter Kontrolle. Aber der eigentliche Trick für die Brotqualität ist die Teigführung. Und das braucht Geduld, nicht? Also der Teig muss ja gehen. Man sagt so im Alltagsdeutsch, also der muss gehen. Der geht natürlich nirgendwo hin, der geht halt auf. Das ist die Fermentation, das ist die Gare. Und da gibt es eben zwei Unterschiede, nicht? Also Hefegarung oder Hefefermentation, also packt Bäckerhefe dazu, oder eben Sauerteig. Und der Sauerteig, der hat natürlich ganz andere Geschmackspotenzial. Nicht? Da sind eben nicht nur Hefen drin in diesem Sauerteig, sondern eben auch Milchsäurebakterien. Und die haben natürlich Eigenschaften, wie man sie von Milchprodukten her kennt, also Joghurt, also die machen ein bisschen Sauerteig. Und die senden natürlich jede Menge Enzyme aus, die Proteine schneiden, die Stärken schneiden. Und dann hat man nicht die Bereitstellung von einer unendlichen Zahl an Vorläufern für Aromen und Geschmack. Also ein Sauerteigbrot ist immer herzhafter, schmeckt mehr nach Umami, schmeckt saurer, hat immer mehr Geschmacks- und Aromapotenzial. Und das braucht halt Zeit. So ein Sauerteig, der muss sich vorbereiten können. Und das tut er ja oft auch super lange. Also man kann diese Sauerteige ja teilweise über Jahre oder Jahrzehnte sogar benutzen. Warum halten die sich so lange? Zum einen, weil sie sauer sind. Also auf dieser sauren Grundlage wachsen natürlich keine pathogenen Keime mehr. Das heißt, kein Schimmel hat eine Chance mehr. Und den kann man dann immer irgendwie aufpäppeln. Nicht? Dann lässt man dann im Kühlschrank stehen, dann fällt er so ein bisschen, schläft er ein bisschen ein. Wenn man den wieder rausnimmt bei Temperatur, wachen sozusagen diese Mikroorganismen wieder auf, dann geht es wieder gut. Gibt man ein bisschen Mehl dazu, dann sind die alle wieder voll in Blüte sozusagen, arbeiten weiter. Und insofern kann man den lange aufbewahren und hat eigentlich immer den eigenen Sauerteig zu Hause, der eben dieses typische Mikrobiom, das der eben zu Hause entwickelt, von unseren Händen, nicht also die ganzen Milchsäurebakterien auf unseren Händen, die im Mehl sowieso schon mitgeliefert werden, die blühen dann wieder auf und machen eben diesen tollen Geschmack.
Was ich bei Brot super, super wichtig finde, ist eigentlich die Frage, wie kriege ich eine tolle Kruste hin? Also die muss knusprig sein, finde ich jedenfalls. Wenn ich das selbst backe, gibt es da einen wissenschaftlichen Tipp? Ich krieg's nie hin, eine gute Kruste. Was mache ich falsch oder was muss ich tun? Die Bäckeröfen, die haben halt Temperaturen, die gehen über 300 Grad. Und das schaffen halt die wenigsten Backofen bei uns. Nicht? Das geht halt nicht. Einfach aus technischen Gründen. Und das ist halt der große Vorteil von einem anständigen Bäckerofen in der Bäckerei, dass die eben hohe Temperaturen haben. Dann wird das Brot eingeschossen, so heißt das in der Bäckersprache, bei Temperaturen um 300 Grad. Dann geht das richtig zur Sache da oben, schon mal die Krustenbildung. Und dann wird aber sehr stark die Hitze runtergefahren, also das auf 200 Grad. Und dann gegen Ende noch mal weiter runtergefahren auf 180 Grad. Das hängt dann immer ein bisschen von dem Brot ab, von dem Treibmittel, von solchen Dingen. Da gibt es also auch Geheimrezepte bei den Bäckern, nicht? Das ist ganz klar aus die Erfahrung. Aber die hohen Temperaturen anfangs machen eben diese tolle Kruste aus und dann werden die eben dort immer wieder beschwadet. Das heißt, dort wird eben Dampf eingelassen. Immer zu bestimmten Zeiten wird das eben noch gedämpft. Da kann man sich ein bisschen zu Hause helfen, indem man dann halt so ein feuerfestes Terrine oder so eine Auflaufform mit Wasser füllt und auf den Backofenboden stellt. Aber das hat natürlich nie diesen riesigen Effekt wie diese permanente Beschwadung mit sehr heißem Dampf. Nicht? Das scheitert eben an der Technik, die man zu Hause hat. Wenn man es sich leisten kann, kauft man sich so einen Bäckerofen, dann packt man aber außer Brot so nichts mehr. Okay. Sonst ist es schwierig. Ja? Also das ist schon richtig schwierig. Das ist nicht so ganz einfach. Ne? Man kann die auch immer mit Salzwasser bepinseln und solche Sachen. Aber dann macht man den Backofen wieder auf, stört die Temperatur, also dann geht Wärme verloren, solche Dinge. Das ist alles nicht so ganz ideal. Also haben wir gelernt, eine richtig gute Kruste zu Hause hinbekommen, ist gar nicht so leicht. Man kann sich helfen mit irgendeiner Form von Wasserdampf, aber auch das ist schwierig. Dr. Thomas Wilges, vielen Dank. Gerne. Fürs Gespräch zum Thema Brot auf dem Science-Sofa. Dankeschön. Heute. Dankeschön.